Okay. So, da lag nämlich gerade ein Schlüssel, den wir uns holen wollten. Bewacht von diesen beiden Scoots. Das trifft sich sehr gut, dass das jetzt diese Luftschlangen sind. Denn ich habe hier mein Gina F. gerade mit einem anderen Patasch vermischt. So hieß das Wesen, was ich als letztes hinzugefügt habe. Und da habe ich ja erzählt, dass es diesen Agnes-Zauberspruch gibt, der dann auf beide Däner wirkt. Und deshalb setzen wir den mal ein und braten den damit schön eine über. Die gucken natürlich jetzt ganz schön dumm aus der Wäsche. Weil die jetzt sowas von am Arsch sind. Schön. Na, das gibt ihnen auch ein Level Up. Unser erster Level 5 Diener. Sehr, sehr schön. YouTube. So, dann nehmen wir mal hier den Schlüssel auf. Das ist ein Skeleton Key, wenn ich mich nicht irre. Irgendwas Leuchtendes liegt am Boden. Skeleton Key, wusste ich doch. Okay. Wir haben ja vorhin eine Truhe gesehen. Ich denke mal, die ist, ja, die kann man öffnen mit diesem Schlüssel. Den Patasch hier möchte ich gerne noch mitnehmen. Weil das ist ein schwaches Monster. Und wenn der mir nicht andauernd hier wegrennen würde. Sag mal! So, geht doch. Ich wollte schon sagen. So. Wir haben übrigens auch mit Level 4 in der Fangrate einen neuen Rang erreicht. Wir sind jetzt Novize. Deshalb wird sich unser Flötenspiel etwas tiefer anhören. Das war ein schöner Treffer. Ja, wie gesagt, unser Flötenspiel hört sich jetzt etwas tiefer an. Hat jetzt, glaube ich, auch eine andere Fangmelodie. Das werden wir dann später herausfinden. Ich muss immer aufhören, bei dieser Musik hier mitzuswingen. Ich finde die halt cool. Noch mehr Minions. Egal, das ist immer gutes Training für unsere Typis. Also immer Yippie. Wasserangriff, zack. Und 1% hat überlebt. Egal. Jetzt überlebt er nicht mehr. Die Nave müsste ja auch bald aufsteigen, auf Stufe 5. Ich denke mal nach diesem Patalchio hier, den nehmen wir auch noch mit. Komischerweise habe ich dieses Mal noch gar keinen Sky gesehen, also die Luftvariante von ihm. Ja, ich kann mir diesen Namen hier gut merken. Ich habe das Spiel ja auch schon 5000 Mal durch. Er verteidigt sich jetzt. Das bringt ihn echt gar nichts, weil ich ihm jetzt sowas von einer in den Schädel hauen werde. Nochmal Sharplikör. Der steigt immer noch nicht auf. Egal. Wir haben noch ein bisschen Sharplikör bekommen. Das ist gut. Daraus können wir dann nämlich einen ziemlichen Vorrat anlegen. Und einen Mokambo. Wir nehmen lieber den AW. In der Hoffnung, dass er da irgendwas reißen kann. Und zwar möglichst schnell. Das sollte jetzt eigentlich es auch gewesen sein für den. Yep. Wunderschön. Oh, komm schon, Mann. Egal. So, da öffnen wir mal die Kiste hier. Meta. Krugwurz, Sharplikör und ein eisernes Stirnband. Das eiserne Stirnband können wir mal anlegen. Das verringert unsere Geschwindigkeit nun noch mehr. Ungern lege ich das jetzt noch an. Nee, ich denke mal, das verkaufe ich und kaufe mir stattdessen irgendwas anderes. Eine große Walnuss können wir essen, um unsere maximalen KP zu erhöhen. Heißt also, ich werde die mal jetzt essen. Jetzt haben wir 101 KP. Supi. Und das Metamark-Wort heilt halt mehr. Genau. So. Weiter geht's. Jetzt gibt es nämlich nur noch eins zu tun.
nämlich die Hütte von Meister Koros finden. Und wenn du gerade schon mal da hockst, immer gib ihm. Mal sehen, was der Aquasa jetzt eigentlich gegen den Patatio ausrichten kann. Naja, sieht doch schon mal signifikant besser aus. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich bin hier noch tot. Ärgerlich, naja, egal. Denn wenn ich ein Monster mit meiner Spielfigur umbringe, dann bringt mir das gar nichts. Es ist also wirklich eine Verschwendung, deshalb nehme ich wieder Diener B. Es bleibt wieder ein KP übrig. Sehr ärgerlich. Und da ist der Kampf auch schon wieder gewonnen. Yes! Gut. Weiter geht das. Was krabbelt da hinten noch rum? Noch so ein Parteimel oder so ähnlich. Da krabbeln sogar zwei Stück rum. Oh, diesmal im Team sogar hier. Meine Fresse. Die hauen aber jetzt raus. Zack. Weggebombt. Und die NL kommt jetzt auch mal wieder zum Einsatz. Ich finde diese Animation dieser Hunde mit dieser Klaue cool. Das ist ziemlich cool. Nur leider nützt uns dieses Häusen nicht allzu viel. Also ich habe es größtenteils nur genommen, um eine erhöhte Resistenz gegen Gift zu bekommen. Da kommt auch gleich die nächsten an. Okay, diesmal durften die angreifen, weil sie von hinten ankamen. Und wenn man mich von hinten angreift, dann bin ich meistens immer derjenige, der als zweites agieren muss. Vor allem, weil ich jetzt durch die ganze schwere Ausrüstung langsamer geworden bin. Schönes Ding. Nicht schönes Ding. Ja, was machen wir? Wir machen einfach mal nochmal einen Angriff. Jetzt verteidigt er sich auch noch. Wir kriegen auch nicht mehr allzu viel Schaden von Feuerangriffen. Das ist wunderbar. So, was machst du jetzt? Okay, einen normalen Angriff, das ist schön. Nicht, dass du Medina benutzt. Dann würde sich dieser Kampf hier nämlich nur wieder unnötig hinziehen. Stirb. Stirb. Naja, fast. Jetzt stirb. Oh, komm schon. So. Mirror of Deva. Deva-Spiegel. Was hat der nochmal gebracht? Ich weiß es nicht. Ich werde auch gleich mal nachgucken. Irgendwas total Nutzloses hat der gemacht, das weiß ich jedenfalls. So, hier liegen dann vor seiner Hütte liegt da noch so ein hundeähnliches Ding. Das ist, glaube ich, die Erdbeer-Version. Brauche ich absolut nicht. Deshalb setzen wir auch die NL daran. So, die NL, eine Windattacke bitte. Man merkt schon, dass die sind recht widerstandsfähig. Großer Gott, ich laber heute einen Scheiß zusammen hier. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Aber auch der stärkste Diener hat nichts gegen einen kritischen Treffer auszurichten. Und da gibt es auch ein Level Up. Alle sind Level 5, das ist wunderbar. Ja, dann gehen wir mal in das Hütchen. So, the son of the Lion of Peril is even more talented than I had thought.
I looked up the Calabas herb in my books, but in the end, I found nothing. However, there is a folk tale that describes a dust that wakes the sleeping. It is the story of a wondrous powder kept by a half-bird, half-man named Kikinak, who lives in the Dragonfly Forest. Perhaps that powder is brewed from the Calabas leaves. This is only a guess, and it's all I could find, but I think it is worth looking into. Here is the key to the Dragonfly Gate. You should have it. You'd better head straight back to the village and consult with Garai. She may know something about the tale of Kikinak. You must do your best before it is too late. The divine spirit defies the Great Father and throws off his shackles. He is now bound to the chains of freedom. So, ich fasse auch gleich wieder zusammen. Nur keine Geduld, nur keine Eile. So, even Chorus does not know. But I do remember hearing the tale of the Birdman. There is a similar story of divine spirits in Nagi legend as well. Erzähl mir doch mal die Entstehungsgeschichte. Elrum released his minions, the divine spirits, unto peril. He spake, "Thou shalt not become what presides over life." And so they spent days bringing life to the forest and giving names unto themselves. And then one day, a spirit made up its mind to create a beast in its own image. Elrum warned, "That creature is the beast of knowledge, and it will someday bring temptation upon you. Thou shalt not associate with it." The divine spirit so promised and gave birth to the beast of its own image. Such was the birth of man, the beast of knowledge, as told by the prophet Gi. As the sands of time flowed on, the beasts bore children, and so continued to multiply. Soon a fateful day came to the forest. One of the divine spirits fell in love with the daughter of man, and so the promise was at last broken. Elrum punished the divine spirit for its sin by transforming it into a beast. Descendants of that divine spirit dwell still in the forest, and sometimes they reveal themselves to us. The Birdman, Kikinok, as mentioned in the folk tales of peril, might be referring to this spirit. Okay. We should seek out Kikinok, the legendary Birdman. So. Enter the Dragonfly Forest. But be warned, an average cocoon master is no match for the denizens within. And be sure to ask the old gravekeeper about the legends. He is the storyteller of Cyrus and should know much about the fables of old. Gut, gut. So, ich fasse nochmal eben zusammen. Wir sind in Chorus Hütte angekommen. Er hat in seinen Büchern nichts über das Calabas-Kraut gefunden, jedoch über einen seltsamen Staub, der im Libellenwald ist und von dem Vogelmenschen Kikinak behütet wird. Dieser war einst ein göttlicher Geist. Das war wahrscheinlich auch der, der sich in diese Menschenfrau verliebt hat. Und er wurde halt zu einer Bestie gemacht. Und es leckt schon wieder. Das ist nicht schön. Deshalb machen wir jetzt auch hier erstmal wieder Feierabend. 15 Minuten sind gleich rum. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.